Und es geht weiter mit Florian Silbereisen. Der macht sich gerade fit für seine neue Tour und er hat ein neues Bild geschickt. Schauen Sie mal, so sieht das aus. Grüße von der Sportmatte, hat er nämlich auf Facebook gestellt. Ja, so eine Tour ist ja auch anstrengend, ne? Da muss der Flori fit sein und so macht er das. Und das Feiern ist erst anstrengend. Gestern Abend war er nämlich beim Familientreffen der Schlagerbranche in München. Da waren sie alle, Jürgen Drews, DJ Ötzi, nur die Helene hat gefehlt. Florian Silbereisen strahlt mit seinem Club 3 in die Kameras. DJ Ötzi rückt sich schon mal die Mütze zurecht. Und Vox Club schmeißt sich gewohnt gekonnt in Pose. Aber aufgepasst, die Herren. Hier kommt die neueste Boygroup und die könnte die bisherigen Platzhirschen, pardon, vielleicht ein bisschen alt aussehen lassen. Die Newcomer sind Anfang 20, heißen Feuerherz und brennen darauf, ihre Vorbilder zu treffen. Es ist eine Ehre für uns und immer wieder überraschend und man wacht morgens auf und denkt sich, okay, ist das jetzt wahr oder ist das ein Traum? Muss ich mich jetzt nochmal kneifen oder so? Wache ich gleich auf aus dem Traum, aber es ist wirklich schön. Ein Traum, der im vergangenen Jahr mit dem Song Verdammt guter Tag begonnen hat. Klar, dass bei Feuerherz die Mädchenherzen höher schlagen. Und in dieser Hinsicht würden die Youngsters beim Branchentreff Neue Welle gern vom Groupie-Erfahrungsschatz der Profis profitieren. Ja, wie war das denn bei euch? Habt ihr schon mal ein Groupie irgendwie? Ist da viel so mit euch und denen? Also, mit der Mütze bin ich ein bisschen taub. Keine Ahnung, was ihr meint. Kleine Frage habe ich noch. Also, wir sind ja jetzt so alle so um die 20 hier und ihr seid ja jetzt alle schon ein paar Jährchen älter. Ne? 30, ne? Und wir tanzen ja auch ganz schön viele Choreografien hier auch. Wie ist das denn so 10 Jahre älter? Ist das dann noch alles fit in den Muskeln? Kann man sich die eigentlich noch merken in eurem Alter? Entschuldigung. Wenn man älter ist, wird man ja immer besser, sagt man ja, man hat immer Erfahrung und so. Aber es gibt dann schon auch so ein bisschen Bandscheibe, da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Immer schön im Training bleiben, Freunde. Ob Jürgen Drews Bandscheibenprobleme hat, wissen wir nicht. Aber er outet sich gleich mal als Fan der Jungs und umgekehrt ist es genauso. Es war schon krass für uns, so eine Legende irgendwie zu sehen. Kennt man nur aus dem Fernsehen, man kennt die ganzen Songs. Und dann auch persönlich mit dir sprechen zu dürfen und solche Tipps von dir zu bekommen, ist schon was ganz Besonderes. Ich glaube, das wünschen sich viele. Da ich so viel Elogen höre, kann ich euch nur eines sagen. Versucht immer, ihr seid intelligent genug, versucht immer, den geraden Weg weiterzugehen. Verbiegt euch nicht zu doll und seid, wenn es geht, auch in dieser Branche ehrlich. Ein Ratschlag, der ja allen Newcomern helfen kann. Erfolg ist bei den vier Feuerherzen aber fast schon programmiert. Das sieht Schlagerkönigin und Erfolgsproduzentin Christina Bach auf den ersten Blick. Die Optik ist ja auch wichtig. Die Leute wollen das zwar nie wahrhaben, sagen immer Hauptsache der Song, nein. Die Leute hören sehen. Wenn die so tolle Jungs sehen, dann ist die Musik auch direkt, kommt die direkt besser an und die Leute finden es direkt besser. Nein, es ist so. Man muss sich bewegen können, da muss was rüberkommen können. Und ihr habt Charisma. Ihr seid Persönlichkeiten und ihr werdet euren Weg gehen. So viel Lob. Da muss doch selbst ein Florian Silbereisen fast schon Angst kriegen vor der Konkurrenz. Er und sein Club 3 starten ja auch gerade durch. Boygroup-Alarm ist aber keineswegs angesagt. Wir sind definitiv zu alt für eine Boygroup. Wir sind eine Männerband, aber die Jungs von Feuerherz sind großartig. Wir gehen ab nächste Woche 40 Tage gemeinsam auf Tour, werden viel Spaß haben. Aber die Männerband hier, das ist was ganz anderes. Also, wir fangen da gar nicht an mit diesen Bewegungen, die Jungs da alle machen. Es gibt eine Männerband mit Männersongs. Romantische Männer. Da sind auch die vier Jungs gleich Feuer und Flamme. Und demnächst gehen sie ja auch auf Tour mit Florian Silbereisen und Co. Und da werden sie mit Sicherheit auch ihren Mann stehen.